Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Letzte Woche Sonntag gab es leider kein Video. Ich hatte letztes Wochenende kinderfrei gehabt und ich fahre eigentlich mit Freunden einmal im Jahr zum Festival, aber leider fällt ja dieses Jahr alles aus und wir haben gesagt, komm, machen wir unser eigenes kleines Festival im Garten bei einem Freund. Und ich hatte auch nicht vorproduziert gehabt und Sonntag hätte ich das Video nicht mehr machen können. Nein, das wollte ich euch nicht antun. Aber heute gibt es wieder ein neues. Und auch direkt wieder ein Video, frag einen alleinerziehenden Vater diesmal. Das kam letztes Mal sehr gut an. Es wird jetzt nicht ständig der Kanal mit diesen Videos vollgestopft werden, aber ab und zu. Also ich habe jetzt das zum Beispiel noch bereit. Dann habe ich noch ein anderes, was noch fertig gemacht werden muss. Und dann stehen noch ganz, ganz viele andere alleinerziehende Väter, alleinerziehende Mütter und auch Familien, die was Besonderes zu erzählen haben auf der Liste. Aber da gebe ich natürlich den Familien immer so den Vortritt, wann die es machen wollen. Ne? Also ich sage nicht hier dann und dann brauche ich das. Die machen es dann, wenn sie wollen. Ja. Ich entschuldige mich auf jeden Fall mal fürs Licht heute. Es klappt irgendwie nicht so richtig, dass das hier nicht so richtig reinblendet. Irgendwie blendet das so ein kleines bisschen hier gegen. Ich habe gerade ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie funktioniert das nicht, dass das nicht blendet. Naja, gut. Okay. Auf jeden Fall fangen wir damit an. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass das so komisch blendet. Auf jeden Fall fangen wir heute damit jetzt an mit dem Video. Frag einen alleinerziehenden Vater. Ja, heute haben wir den Vater Olaf. Ich kenne Olaf schon, ja, ein paar Jahre kenne ich ihn schon, nicht privat, also ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber wir beide sind zusammen in einer Wrestling-Gruppe bei WhatsApp. Wir teilen das gemeinsame Hobby Wrestling und daher kenne ich ihn und ja, seitdem ich ihn kenne, ist er auch schon alleinerziehend. Darum auch mal für mich denn selber die Frage, seit wann bist du alleinerziehend, Olaf? Ja, alleinerziehend bin ich seit 2013. Ich persönlich weiß es selber auch nicht, darum frage ich es, warum bist du alleinerziehend? Ja, bei der Trennung hat sich mein Sohn dafür entschieden, bei mir leben zu wollen. Ja, das ist ja leider, was heißt leider? Das ist eher selten, dass sich ein Kind für den Vater entscheidet. Oft geht das Kind zur Mutter. Die Mutter ist natürlich sehr wichtig, aber der Vater ist genauso wichtig. Aber es ist wirklich so, die Entscheidung fällt meistens zugunsten der Mutter aus und das Kind geht zur Mutter. Jetzt aber die nächste Frage: Wie alt seid ihr beide? Und gibt es irgendwelche Interessen, die ihr beide nachgeht? Hobbys oder irgendwas anderes? Ja, ich bin 50 Jahre alt, mein Sohn ist 15. Unser gemeinsames Hobby ist der Fußball. Ich bin Betreuer in einer Jugendfußballmannschaft, ehrenamtlich, und er spielt seit 2011 aktiv im Verein. Und wir gehen jedes Wochenende beide gemeinsam zu unseren Männern im Fußballverein, um dort die Punktspiele anzuschauen. Denn schließlich möchte mein Sohn nach abgeschlossener Lehre dann aktiv bei den Männern mitspielen. Fußball ist immer gut, sieht man ja. Auch Wolfsburg. Ja, ich habe die Fragen mal aufgeschrieben. Ich muss hier einmal ganz kurz gucken. Ich habe es schon wieder vergessen, obwohl es eine sehr kurze Frage ist. Welche Vorteile siehst du als alleinerziehender Vater? Vorteile eines Alleinerziehenden. Naja, man muss sich nicht ständig absprechen mit dem Partner oder der Partnerin. Wie machen wir das? Wie handhaben wir jenes? Ich beziehe in sämtliche Entscheidungen meinen Sohn mit seinen 15 Jahren ein, frage ihn nach seiner Meinung und dann wird eine gemeinsame Lösung gefunden, sodass beide Seiten zufrieden sind. Nicht, dass es nachher ist, Papa, du hast ja und ich will das nicht. Deswegen wird alles, wirklich alles bei uns komplett abgesprochen. Natürlich gibt es hier und da mal Reibereien, das ist normal, aber wie gesagt, ein Kompromiss wird immer gesucht und auch gefunden bei uns. Sehr gute Vorteile auf jeden Fall, würde ich so auch unterschreiben. Aber welche Nachteile siehst du? Nachteile. Ja, man ist mit seinen Entscheidungen irgendwo alleine und wenn man mal Rat braucht, ist keiner da, der sagt, pass mal auf, wir können das doch so oder so machen. Und
Man ist irgendwo schon alleine und stößt ab und an auch mal an seine psychische und körperliche Grenze. Aber wenn dann das Ergebnis stimmt, sage ich mal, Schulabschluss, erfolgreich eine Ausbildung gefunden, dann ist man schon zufrieden und irgendwo auch stolz darüber. Hast du als alleinerziehender Vater mit Vorurteilen zu kämpfen, dass irgendwer ankommt und sagt, oh, du bist alleinerziehender Vater, das ist untypisch oder wo ist denn die Mutter? Das ist ja meistens immer so die erste Frage, wo ist denn die Mutter? Das ist mir auch schon persönlich sehr oft passiert, dass das immer als erstes gefragt wird, wo denn die Mutter ist. Aber hast du schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt in Bezug auf dein Alleinerziehendasein? Vorurteile? Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe zumindest bisher noch nicht erlebt, dass mir irgendeiner gesagt hat, ey, du machst das falsch und ich finde das nicht. Im Gegenteil, bisher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer zu hören gekriegt, ey, du machst das super, dein Junge hat einen Schulabschluss gekriegt, er hat gute Leistungen, er hat seine Lehrstelle und also bisher nur ausschließlich gute Kritiken bekommen. Ja, jetzt die letzte Frage, ein paar weniger Fragen als letztes Mal. Eine fehlt eigentlich noch, aber das Video ist weg. Und das jetzt nachdrehen, brauchen wir nicht, lassen wir die einfach weg. Da ging es ja einfach nur darum, was man den Alleinerziehenden noch mit auf den Weg geben würde. Wenn Olaf möchte, kann er das gerne einmal unten in die Kommentare noch mit reinschreiben, wenn er denn noch weiß, was er darauf geantwortet hat. Aber er soll es ja generell noch wissen. Ja, auf jeden Fall die letzte Frage ist, hast du Unterstützung bezüglich deiner Freizeit, dass du mal irgendwie alleine weggehen kannst oder generell, ob man irgendwie aufpassen kann auf dein Kind? Gut, er ist 15, ne? Aber ob du denn auch irgendwie Unterstützung hast von der Familie oder Freunden? Nein, und ich verzichte auch ein bisschen auf Unterstützung. Wie gesagt, wie ich vorhin schon mal sagte, mein Sohn ist 15, der kann alleine größtenteils, also ist aus dem Kurzen raus, fast erwachsen. Und da ich seit neuestem auch berufstätig bin, bleibt sowieso wenig Zeit für Freizeit. Die verbringen wir gemeinsam. Wenn ich mal alleine bin, ja, das ist, wenn er seine Mutter besucht. Und dann beschäftige ich mich dann schon mit, ja, was man denn, wozu man denn so kommt. Also ein bisschen den Haushalt. Dann gehe ich eben auch mal alleine auf den Fußballplatz. Ja, ansonsten ist da nicht viel, was ich sonst alleine mache. Fertig, das war schon. 7 Fragen, nicht so sehr viel. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir 12 oder 13 Fragen. Das war auch ein bisschen was anderes gewesen. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich an Olaf. Ich hoffe, dass ich Olaf irgendwann mal auch persönlich kennenlernen darf, mit ihm mal einen Kaffee trinken darf oder so. Er wohnt halt eine kleine Ecke von hier weg, aber vielleicht lässt sich das ja irgendwann mal einrichten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Olaf. Hier auf dem Kanal geht es nächste Woche Sonntag denn wie gewohnt weiter. Also keine Pause, es sei denn, es passiert irgendwas Dramatisches zwischendurch, aber davon gehe ich mal nicht aus. Aber ist jetzt am Freitag, nee, ist noch nicht, ne? Nee, Freitag noch nicht. In 2 Wochen gibt es ja wieder Epilepsy Kids News, da gibt es auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.